Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir sind jetzt wieder bei Love Fest. Ich habe mir jetzt nur das Gewehr gekauft und ja. Biker Gang Mission. Oh, meine Fresse, ey. Gut, dann sind wir nicht bei Love Fest, sondern gehen zur Biker Gang Mission. Scheiß Gewehr hat 5000 gekostet, habe ich dafür nur einmal Munition gekauft. Das habe ich für 10.000 für bezahlt. So eine scheiß Waffe, ey. Also, Wucher. Wie soll ich denn jemals ihr Geld verdienen? Gut, dann fahren wir jetzt hier hin. Wheels of Steel. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Ball said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Ball? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Oh shit. Oh Gott, die sind an Rennfahren, ja, das verfehlt doch sowieso. Alright, fancy clothes, let's see what you can do. Meine Fresse! Kann ich echt gleich neu starten, das kann ich doch nicht mehr gewinnen. Ja, okay, gut, dann rutsche ich halt ein bisschen zur Seite, wenn ich das Teil ein bisschen ramme. Ich hab's nicht mal gerammt, ich hab's nur gestriffen. Warum lenkst du nicht nach links ein, wenn ich bremse? Also ich drück nach links, bremse. Alter, was denn? Was ist das mit der Steuerung mit diesem Bike? Das kann ich das neu starten? Ne, neues Spiel starten. Es bremst einfach gar nicht! Es rollt einfach nur aus! Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sie so ein Motorrad wirklich steuert, aber wenn man bremst und einhängt, dann rollt er nicht. Nee, wie soll ich das denn überhaupt machen? Okay, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier... Jetzt im Ernst! Der setzt den Punkt auch so beschissen, ey. Alter, was ist denn das? Die rammen dich einfach weg! Meine Fresse, ey. Sowas kotzt mich hier schon wieder an. Okay, falsche Richtung. Das kann doch nicht sein, ey! Ich... Oh Gott! Das... Nee, das ist einfach scheiße! Dann laufe ich da auch noch gerade so. Ist das Motorrad, die Sonne weg oder was? Wo ist er? Nee. So. Nee. Wo soll ich jetzt eins herbekommen? Hier steht keins.
Ist auch gut, dass das Spiel komplett verbuggt ist und die ganzen anderen, also die ganzen NPCs auch die ganze Zeit auf die Fresse fliegen, ey. Wundervolles Spiel. Ja, wo krieg ich jetzt ein scheiß Motorrad her? Hier ist nichts. Also ich hatte hier ein Motorrad stehen, was ich aus der letzten Mission hab. Wann ne? Ich hab keins. Wo soll ich das herbekommen? Okay, ich kann einfach eins von denen klauen. Gut zu wissen. Komm, natürlich! Er fährt mir leicht hinten rein. Ich verliere sofort die Kontrolle über das Motorrad und gut. Ja, okay, jetzt hat er auf einmal noch ein neues gefunden und ich nicht. Also dieser Punkt ist auch richtig beschissen gesetzt, weil ich in der Mitte der Straße und auf der rechten Seite. Also wenn man weiß, wie man das Rennen, wie sich das Motorrad steuert, ist das Rennen jetzt nicht allzu schwer. Dann kann man es auch locker schaffen, aber so wenn man das erste Mal auf diesem Scheißteil sitzt, ey, das ist richtig für den Arsch. Und das Ende eben gerade, als ich über den scheiß Punkt da noch rübergeflogen bin. Da war ich ja noch auf dem, Motorrad drauf, ich weiß gar nicht. Da krieg ich 1000 mehr. Diese Qual. Machen wir weiter, ey. Kein Bock auf den Scheiß. Got you again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Einfach also Leute überfahren wollen, okay, das bringt anscheinend. Ich glaube, diese Mission war in der deutschen Version zensiert. Also das, die konnte man dann nicht spielen. Es hört auf auszuweichen, ihr sollt sterben. Ach, scheiße. Go shower with the guys. Zählt das etwa auf, wenn ich hier einfach erschieße oder was? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in anderthalb Minuten so viel Schaden anrichten oder was?
Das ist doch praktisch nicht möglich. Ja, und jetzt habe ich noch die vollen Sterne, oder was? Geil. Ja, richtig gut. Du hast nur einen Stern weg? Ja, natürlich. Nur einen Stern weg. Dieses Scheiß doch immer wieder auf den... Dass es nicht einfach mal so rollen kann, dass es dann sich wieder aufrichtet. Das ist doch nervig. Man kann von der Seite verhaftet werden. Gott, ich hasse dieses Spiel langsam. So. Na, wer mit dem Taxi da? Hast du irgendwie Tipps mit, was ich da machen kann? Möglichst viele Fahrzeuge zerstören, jedes Mal, wenn eine Fetzung fliegt. Das ist genau okay. Die Treffer hatte ich gerade mit dem. Ja. Gut. Versuchen wir jetzt einfach, das hier zu machen. Mit einem Polizeiauto. Wenn unser Polizeiauto nicht spawnt. Mysterious Pull, was hatten wir schon gemacht? Also, wir haben es versucht und dann habe ich komplett verkackt, weil ich da plötzlich zwei Sterne hatte. Das sind, weil wir in die Weg gegangen sind. Die Steuerung in diesem Spiel ist so grausam schlecht. Oh. Ich weiß gar nicht, wieso Vice City mein Lieblings-GTA war. Es ist eigentlich voll scheiße. Eigentlich funktioniert nichts in diesem Spiel so wie soll. Warum ist hier eine Zugstrecke überhaupt? Immer haben wir 5 Schuss für eine Shotgun aus dem Auto geklaut. Don't move a muscle, chump. Wer verhaftet mich gleich nochmal am besten? Natürlich trifft er direkt meinen Reifen. Sammeln könnte. Versuchen wir jetzt erstmal zu entkommen. Noch ein Reifen weg. Dem mal bin ich jetzt die anderen beiden ausgewichen. Ja. Das war schon wieder knapp. Okay, wir haben jetzt einen Reifen. Und hier können wir das Taxiunternehmen kaufen. Warte. Einlenken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Puh. What the fuck? Ganz entspannt zum Haus gehen. Die Armee kommt gleich und tötet dich. Gut, jetzt haben wir Schrotflinte und ein Magazin für den Scheiß. Sehr gut. Machen wir die nächste Mission einfach. Fliegende Bomben. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah.
place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? Was? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Was? Bomben? Fliegende Bomben? Wir sollen was zerstören mit Boote. Dann machen wir das mal. Sister, make sure you do the American thing. Old Max, we go everywhere together. Ich glaube, man muss sich auch irgendwie entscheiden, ob man dann den Kubanern hilft oder den Haitianern. Ich würde eigentlich bei den Kubanern bleiben, weil die Haitianer, die gefallen mir irgendwie gar nicht. Und zerstöre ihre Boote. Warte, Bombe. Ja, schon, das waren die anderen. Oh Gott, nein. Das war ja, glaube ich, 6 und 9. Dann ist alles gut, aber davon waren auch 2 gut. Allahu Akbar! Sie müssen uns definitiv schwerer als mit dem Helikopter. Ich habe keine Ahnung, wie die Bomben fliegen. Bomben wir erstmal die letzten hier weg. Allahu Akbar! Versuche ich mal an meinem Marker zu orientieren, weil ich die abwerfen muss. Der Karte. Jetzt etwa? Nicht? Wie soll man die denn überhaupt treffen, ey? Okay, erstes Boot weg. Das ist ja schon das zweite Wort. Da dachte ich gerade, ich sterbe. Was das jetzt? Nicht? Doch. Gut. Schnell wegfahren. Ja, stimmt, er hat ja Hydraulik. Was kaufen wir als nächstes? Das hier kaufen? Wie toll bist du denn? Nicht so teuer. 20.000 nehmen wir mit. Cherry Papa Ice Cream. Who are you? Your new owner. Were you now or at any time a child? What are you talking about? Were you a child? Yes, calm down. I What's knew wrong with you? It. A child. A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby.
A baby! An awful, horrible, disgusting little boo-hoo! Mommy doesn't love you. You little shit! Ow, calm down. I hate babies, and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking. Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotty... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What the fuck is wrong with her? Nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. You know I've been loyal. Gut. Jetzt haben wir eine Eiscreme-Fabrik, in der anscheinend Drogen verkauft werden oder sowas. Wir haben übrigens den 27. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt also mal ihr Part und hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hau dir rein, ciao.